Die nächste Rednerin ist Katharina Kucharowicz, sie ist von der SPÖ. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, werte Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die letzten Monate waren für Studierende ernsthaft hardcore. Distance Learning, um nur ein paar Begriffe sozusagen zu nennen. Studiekolleginnen, die man nicht treffen kann, Lehrende, die man eigentlich als Erstsemestrige nur online kennt und Jobs, die verloren gegangen sind, Jobs, die man benötigt, um auch studieren zu können. Das soziale Leben fehlt völlig und deshalb finde ich sehr, sehr schade, dass sich die Regierungsparteien, vor allem auch an der Stelle angesprochen, die ÖVP, so wenig mit Lebensrealitäten von Studierenden auseinandersetzt, weil sonst würden sie offen gesprochen nicht diverse Gesetze jetzt auf den Weg bringen, die total widersprüchlich sind, die total destruktiv sind, die Studierende in keinster Weise unterstützen. Ich möchte auch noch erwähnen, das Studienförderungsgesetz, das heute sozusagen auch auf der Agenda steht, unterstützen wir. Es ist eine langjährige Forderung, die Zuverdienstgrenze zu heben, aber trotzdem der Zeitpunkt ziemlich ungünstig. Wie soll man denn 15.000 Euro verdienen, wenn man gar keinen Job hat? Und es ist wirklich nur ein Baustein. Wir fordern schon lange auch eine umfassende Reform und es soll bitte keine umfassende Reform dieser Baustein jetzt auch ablösen. Zum Zweiten, heute noch nicht auf der Agenda, Frau Kollegin Kunzel hat es angesprochen, sie bringen eine UG-Novelle auf den Weg, die wirklich Studierenden Prügel vor die Füße wirft. Schafft man die ECTS nicht, fliegt man von der Uni. Wie sehr kann man eigentlich einen Druck von Studierenden oder für Studierende noch erhöhen? Und wie sehr können sie eigentlich Lebensrealitäten? Es gibt ganz einfach Studierende, die arbeiten müssen. Es gibt Studierende, die arbeiten müssen und auch Betreuungspflichten haben. Wie sehr können sie das eigentlich negieren? Auch Kettenverträge. Sie haben sich da im Ausschuss gerühmt damit. Aber ganz ehrlich, die Kettenverträge, die jetzt im UG vorgesehen sind, sind völlig gegen den Wunsch und Willen der Gewerkschafter. Ich bin ja nur gespannt, wann dort der Diskurs auch wirklich geführt wird. Also die Gewerkschafterinnen lehnen ihren Vorschlag ab. Apropos Ablehnung, sie lehnen ja leider auch unsere Anträge ab, so auch den Antrag zu den Studierendenwohnheimen, wo es darum geht, endlich Gelder wieder die Heimförderung auf die Füße zu bekommen. Sie reden sich hier auf die Wohnbaufördermittel aus. Ganz ehrlich, es gibt ein Studierendenwohnheimgesetz und ich finde es wirklich dreist, Sie sind jetzt auch der erste Minister, der das dezidiert sagt, dass Sie gegen die Heimförderung sind. Wir werden das auch so ganz klar kommunizieren. Ein zweiter Aspekt, wo ich wirklich bitte, dass Sie da nochmal die Schraube drehen. Es geht darum, dass Studierendenwohnheime natürlich weniger Studierende im Moment sozusagen haben. Weil wenn die Uni zu ist, brauche ich kein Wohnheim. Damit verbunden natürlich auch dementsprechend Einnahmen. Da aber gemeinnützige Studierendenwohnheime ganz zentrale Elemente sind, damit Studierende überhaupt bezahlbar wohnen können, möchte ich Sie wirklich bitten, diese Hilfsfonds, die es gibt, auch den Studierendenwohnheimen ihren Bedingungen anzupassen. Diesen Appell richte ich an dieser Stelle nochmals an Sie. Dankeschön. Nächste Rednerin fragt, sagt Katharina Kucharowicz von der SPÖ und auch sie spricht wie ihre Vorrednerin aus ihrer Partei über die geplante Novelle des Universitätsgesetzes, mit der es notwendig werden soll, dass Studierende pro Jahr eine bestimmte Anzahl an ECTS-Punkten erbringen müssen, um weiter studieren zu dürfen. Die SPÖ kritisiert diese Novelle.